Guten Abend, so ihr Sofa-Revoluzer, haut ab. Ich hab die Schnauze voll. Es ging eigentlich um folgendes Video, das hat mir einen Rest gegeben. Mit www.info-k haben wir in der Corona-Anfangszeit mächtige Erfolge erzielt, dass sogar die Mainstream-Medien ziemlich Dampf gegeben haben und wütend waren. Nee, aber es geht scheißegal. Man kann machen, was man will. Halt, Moment, ich muss doch noch was zeigen. Beispiel. Wahlen helfen doch, also wenn ich konstruktive Vorschläge mache, und das sage ich nicht nur von mir, sondern das sagen andere über mich, dann, ja, 1000 Zugriffe. Neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, 10.000 Zugriffe. Wahlen ändern nichts, also über die Grundlagen reden, 2000 Zugriffe. Hass aus Angst vor Verlust des Ansehens, 1600 Zugriffe. Korrektur, Berechnung und so weiter und so fort. Naja, 3700. Da ging es ja darum, um alles mögliche. Ampel gibt Corona-Entwarnungen, 18.000. Und so geht das immer weiter. Oder Oliver Janich verhaftet, 60.000 Zugriffe. Oder Peter Hane, jawohl, genau, der Mann hat recht, 115.000 Zugriffe. Gut, fachliche Dinge, okay, die sind nicht für jeden. Atomkraft und Klimawandel, 1370 Zugriffe. Merkt ihr was? Da, wo man richtig mitmeckern kann, ne? Das ist schön. Aber mir geht es um noch was ganz anderes, weil ich habe die Schnauze voll. Ich habe wirklich die Schnauze voll. Egal wie, es kommt immer wieder, Wahlrecht ist grundsatzwidrig, Bundesverfassungsgericht 2012, Bundestag illegal, alle Gesetze und Beschlüsse nichtig. So einfach ist das. Leider scheint niemand eine einfache Lösung zu mögen. Ja, welche Lösung denn? Oder, nun schauen Sie mal ins Personalausweisgesetz, dort finden Sie dies und das. Und die Bundesrepublik Deutschland ist und war nie ein Staat und so weiter. Und wenn ich dann immer frage, ich antworte fast auf jeden Kommentar, das müsstet ihr eigentlich alle wissen, liebe Leute. Ja gut, okay, ja, ist ja richtig. Und was schlagen Sie denn vor? Was können wir denn machen? Wir müssen was machen, sonst droht die Idiokratie uns platt zu machen. Ja, da kommen wieder wortreiche Kommentare. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich lese doch alles durch, Mensch. Das ist es doch. Das kostet meine Zeit. Ich bin Ingenieur, ich habe zu tun. So, und dann wieder eine konkrete Frage. Naja, nur los, Butter bei die Fische. Was ist denn nun mit den Steuern und so weiter? Lehrer Mafi, das alles genau zu erzählen, ist eine lange Geschichte, für die ich im Moment wenig Zeit habe. Ach so, auch keine Zeit. Obendrein ist das Internet nicht das richtige Medium. Ich bin mir meiner Beobachtungen seitens der Dienste auch bewusst. Ich kann Ihnen aber nochmal den Vorschlag machen, dass wir uns einige Dinge wichtig Auge in Auge, also Mensch zu Mensch unterhalten. Ich habe für so eine Scheiße keine Zeit. Was mir echt leid tut, es gibt auch immer wieder E-Mails, auch konstruktive, wir müssen was machen und so weiter, aber ich kann nicht mehr telefonieren. Ich habe das, ich habe die Zeit nicht. Das stiehlt mir Lebenszeit und das stiehlt mir Zeit als Ingenieur und das stiehlt mir Zeit und zwar dann die Freizeit, wo ich auch noch solche Sachen mache wie hier, solche Kommentare beantworte oder. Das kostet echt Zeit. Ja, ich hatte schon mal ein Video gemacht, da ging es eigentlich um solche Typen, die bloß rummeckern. Das ist jetzt auf dem Kanal hier bei mir sehr selten geworden. Finde ich gut. Damals ging es dann respektlos, pietätlos. Ich werde mal auf dieses Video verlinken. Da gab es nur die typischen Meckerköppe. Wenn irgendwas kam, ja, Merkel ist scheiße und alles so ein Blödsinn. Na und, das wissen wir doch selber. So ein Mist will ich auch nicht mehr sehen. Ich könnte euch ja mal angucken. So, und wenn ich jetzt überlege, dass ich eigentlich, ich habe eigentlich die Schnauze voll, es ist doch alles gesagt und das schon seit 2 Jahren. Aber nee, man muss dann wieder solche Sachen wie Peter Hane oder wie hieß der Professor Löschke oder sowas, das muss man veröffentlichen. Ja, dann hauen wieder alle dazu und jawohl, ich habe auch die Schnauze voll, alle doof, alle scheiße, alle dumm. Das ist doch Quatsch, Leute, das wissen wir hier auf dem Kanal schon. Aber ich bin hier keine Plattform für diese Sofa-Revoluzer. Ich meine die Leute, die nur irgendwelche Wichtigkeiten über irgendwelche angeblichen oder meinetwegen auch durchaus tatsächlichen Völkerrechtsgesetze und alles so ein Mist reinschmeißen, aber keine Lösung anbieten. Endlich mal eine Lösung. Nee, da kommt keiner. Ja, nee, schauen Sie mal ins Personal oder schauen Sie hier, schauen Sie da. Ja und?
Wen, welchen Büttel interessiert denn das? Ich gehe hin, meinetwegen auf irgendeine Behörde und sage, ich brauche einen neuen Personalausweis, weil meiner jetzt bald abläuft, weil ich irgendwo hin will oder was weiß ich. Ja, und ich komme denen, eigentlich brauche ich keinen, weil ihr seid sowieso alle doof und ihr seid. Dann sagen die, ja gut, aber weißt du was? Dann macht das so weiter, aber nicht mit uns. Und. Vollkommen egal. Wenn's ans Tun geht, jetzt macht was. Jetzt muss ich doch nochmal auf dieses Video verweisen. Ich habe hier auch drüber gesprochen, dass es damals am 29.08.2020, als wir eine Schutztruppe für die typischen Opfer, also die immer rausgepickt wurden von der Polizei, als wir eine Schutztruppe bilden wollten, so viele Leute haben sich angemeldet. Hört mal rein. Und so wenig kamen. Und das waren echte Männer. Das waren Männer, die zu ihrer Aussage standen. Und das waren, na, ich sag's nochmal, 400 zu 7. 7 waren dann da. Und die sind dann ausgeschwärmt und wir haben auch echte Männer, nicht die mit Bärten und die sich so als Männer verkleidet haben, sondern richtige gestandene Männer rekrutiert und wir haben dann eine Schutztruppe gebildet, um die Opfer zu schützen. Ja, das sind natürlich, das sind kleine Taten, kleine. Aber diese kleinen Taten, die tun wenigstens etwas, die helfen uns allen. Aber dieses blöde Rumgemecker oder hier sich wichtig getue, Wahlrecht ist grundsätzlich, ja, kann doch alles sein. Na und? Hilft doch nicht. Wir müssen was tun, ganz egal. Wir müssen es wenigstens abfedern, abmildern, irgendwas. Aber nicht hier bloß irgendwelche wichtigen, dummes, nee, das ist nicht dumm, aber eigentlich unwichtig. Es ist unwichtig, weil es will keiner hören. Und es hilft uns im täglichen Leben nicht, solche Weisheiten. Ja, tut mir leid, 7 Minuten. Und ich habe nur geschimpft jetzt. Diesmal habe ich geschimpft. Leute, macht was, aber macht was, was hilft. Noch eine kleine, Moment, eine Kleinigkeit. Es ist ja verjährt. Wir haben damals in der DDR Züge angehalten, zum Halten gebracht. Und einen halben Tag ganze Streckenabschnitte, nicht nur die Abschnitte, sondern auch den Umkreis blockiert. Ja, wir haben sabotiert. Wir haben sonst was gemacht. Wir haben nie Menschenleben aufs Spiel gesetzt, aber auf jeden Fall haben wir was getan. Und jetzt nochmal zurück zu diesen Wahlen, wenn wir schon bei den Wahlen sind. In Ungarn hat es ja auch geklappt, in Frankreich auch. Haben wir die User zum Beispiel, Entschuldigung, Kommentatoren, Leute, die vor allem ein bisschen mitdenken, auch berichtet. Warum sollen wir nicht auch an den Wahlen noch was machen? Geht auf info-k.de. Ich werde es noch mit verlinken und fertig. Aber an sich habe ich die Schnauze voll. Auf jeden Fall von diesen Sofa-Revolutionen. Und wenn ich jetzt 50.000 Abonnenten loswerde, ist es mir doch egal. Ich brauche die Abonnenten doch nicht. Wofür denn? Dafür, dass ich nur vollgemeckert werde? Oder das, nicht Kritik, das meine ich nicht, sondern dass hier Leute bloß ihren Frust ablassen beziehungsweise irgendwelche Weisheiten verteilen, die keiner hören will? Ach, Schluss jetzt. So, gute Nacht, schlaft schön, denkt drüber nach und wenn ich abonnentenlos werde, ich bin froh. Und vor allem solche. Und noch was. Ich werde solche Scheiße, Entschuldigung, die werde ich einfach löschen. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Amen. Amen heißt übrigens, so soll es sein. Ne? Nicht verwechseln. Na dann, also, jetzt reicht's aber wirklich. Gute Nacht, schlaft schön, denkt drüber nach und bleibt immer konstruktiv. Das heißt, baut etwas auf. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Kommentare habt, dann liefert irgendwelche aufbauenden Dinge. Macht was. Aber macht das dann endlich gut. Das betrifft nur die, die sich davon angesprochen fühlen. Nicht die anderen. Tschüss, tschüss.